Militärische und Wirtschaftsnachrichten vom August 2018. Zitate: Ich weiß nicht, welche Waffen im nächsten Krieg zur Anwendung kommen, wohl aber welche im übernächsten. Pfeil und Bogen. Von Albert Einstein. Die medizinische Wissenschaft hat in den letzten Jahrzehnten so ungeheure Fortschritte gemacht, dass es praktisch keinen gesunden Menschen mehr gibt. Von Aldous Huxley. Britischer Schriftsteller von 1894 bis 1963. Ausführungsbestimmungen sind Erklärungen zu den Erklärungen, mit denen man eine Erklärung erklärt. Von Abraham Lincoln, 16. Präsident der USA, von 1809, ermordet 1865. UNO und Migration. In den gängigen Medien wurde wenig darüber berichtet, in der Öffentlichkeit wurde sie kaum wahrgenommen. Die achtseitige Marrakesch Political Declaration. 58 europäische und afrikanische Staaten waren an der Konferenz dieses Jahres in Marokko beteiligt. Sie ist ein weiterer Türöffner für die Massenmigration aus Afrika nach Europa. Schritt für Schritt, Unterzeichnung für Unterzeichnung, wird der globale Migrationspakt auf den Weg gebracht. Die Idee dahinter ist, die weltweite Völkerwanderung zu steuern. Rund 300 Millionen Menschen sind derzeit auf dem Weg, sei es als Flüchtlinge, sei es als Wirtschaftsmigranten. Nur Ungarn hat sich geweigert, das Dokument zu unterzeichnen. Es geht darum, Millionen Menschen aus Afrika die Migration zu erleichtern. Dadurch sollen auch Wirtschaftsmigranten den Status von Flüchtlingen erhalten. Zusätzlich laufen die Verhandlungen für das Global Compact for Migration der UN, 34 Seiten. Darin geht es nicht darum, die Massenmigration nach Europa zu stoppen, sondern diese zu legalisieren. Dafür sollten neue Wege gefunden werden, wie Afrikaner nach Europa kommen können. UN-Generalsekretär Antonio Guterres lobte die Verhandlungsfortschritte. Ein wichtiges Thema für die Europäer dort war auch, wie mit der angeblichen Xenophobie, dem Rassismus und der Diskriminierung in Europa umgegangen werden solle. Die USA haben an den Verhandlungen gleich gar nicht teilgenommen. Der sogenannte Globale Pakt für sichere, geordnete und reguläre Migration der UN soll am 10. und 11. Dezember 2018 in Marokko von den Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen UN unterzeichnet werden. Im Kern beinhaltet dieser Pakt die Gleichstellung von Migranten aller Art, unabhängig von ihrem Status, mit legalen, echten Flüchtlingen, die einen Schutzstatus genießen. Dies hätte zur Folge, dass künftig Staaten gemäß der neuen UN-Richtlinien gegen die Menschenrechte, in Anführungsstrichen, verstoßen würden, wenn sie illegale Einwanderer ausweisen oder illegale Grenzübertritte unter Strafe stellen würden. Wann immer Menschen sich in einer schwierigen Lage, wozu gemäß der UN schon Ernährungsunsicherheit, Armut oder die Folgen des Klimawandels zählen, befinden, sollen sie beispielsweise nach Europa kommen und Zugang zu allen sozialen Sicherungssystemen erhalten. Voraussichtlich werden 191 von 193 UN-Mitgliedstaaten den globalen Migrationspakt unterzeichnen, alle außer den USA und Ungarn. US-Präsident Donald Trump hatte den Rückzug seines Landes aus den Vertragshandlungen bereits frühzeitig angeordnet, nachdem klar wurde, worum es eigentlich geht. Die UN-Botschafterin der USA, Nikki Haley, erklärte, dass der globale Ansatz des Vorhabens nicht mit der Souveränität der USA zu vereinbaren sei. Bemerkung von mir, aber anscheinend mit unserer, die ja eh nicht gegeben ist. Zusammenfassung: Der globale Pakt für Migration soll garantieren, dass zwischen allen Mitgliedstaaten der UN Migranten ständig und geordnet in andere Länder einwandern können. Das haben die UN-Funktionäre schon in der Generalversammlung vom 19.09.2016 mit der New Yorker Erklärung beschließen lassen. Die Rechte der Migranten sollen gestärkt und die Zielländer zur unbeschränkten Aufnahme verpflichtet werden. Hat man das in unseren Medien irgendwo gelesen? Ich glaube kaum. Die angestammte Bevölkerung könnte sich nicht dagegen wehren, denn die UNO plant eine dauerhafte, geordnete Massenmigration mit Aufnahmepflicht. Einwanderung wird zum Menschenrecht.
Geplant ist die Einwanderung von mindestens 70 Millionen Afrikanern in den kommenden 20 Jahren, plus natürlich die bereits in der Barcelona-Deklaration festgelegten 30 Millionen Moslems. In den 1970er Jahren war Schweden das viertreichste Land der Welt. Die Arbeitslosigkeit lag knapp über Null. Es fiel den Schweden leicht, großzügig zu sein und in großem Stil Migranten aus der dritten Welt aufzunehmen. Doch was ist aus diesem unumkehrbaren Sozialexperiment, wie es noch kein reicher Staat jemals versucht hatte, geworden? Die Fakten sind derart erschreckend, dass man heute versucht, sie möglichst unter Verschluss zu halten. Heute, 42% der Langzeitarbeitslosen sind Immigranten. Die Einwanderer beanspruchen 58% der Sozialhilfeleistungen, deutlich mehr als alle Schweden zusammen. Im Jahr 2016 überstieg die Zahl der ausländischen Arbeitslosen erstmals die der Einheimischen, 162.500 gegenüber 160.600. Selbst 15 Jahre nach der Einwanderung erreicht die Beschäftigungsquote gerade einmal 60%. Viele Immigranten bleiben für immer unterqualifiziert und sind auf dem Arbeitsmarkt nicht vermittelbar. Von den nach dem Jahr 2000 Immigrierten verfügen etwa 20% maximal über eine Grundschulbildung. Auf Vorbildung, Intellekt, Qualifikation haben die Schweden bei der Bewilligung von Aufenthaltsgenehmigungen aus humanitären Gründen nie geachtet. Bandenkriege nehmen zu, aber auch brennende Autos, Tötungsdelikte auf offener Straße, Anschlagsserien mit Bomben und Handgranaten. 80% der schwedischen Polizeibeamten haben inzwischen schon darüber nachgedacht, ihren Dienst zu quittieren. Gründe: schlechte Bezahlung, zunehmende Gefährlichkeit der Arbeit und Gerechtigkeit aller Schweden. Ein Somalier muss zum Beispiel für Autodiebstahl, Raub und Kindesvergewaltigung nur 150 Stunden Sozialarbeit leisten. Kurzmeldung: Englands Polizei hat die Kontrolle über zahlreiche Städte verloren. Italiens Regierung will die Leistungen für Flüchtlinge deutlich einschränken. Die derzeit 136.000 Asylbewerber in dem Land sollten künftig nur noch ein Minimum an Geld und kaum Zugang zu Integrationsmaßnahmen erhalten. Das schwarzafrikanische Land Niger wird immer mehr zum Aufmarschgebiet für Auswanderer aus Afrika in Richtung Europa. Aktuell warten mindestens 300.000 Migranten in diesem Transitland auf den Weitermarsch. Per Flug eventuell? Per Flug in Richtung Europa. Deutschland: Rekord. Bereits viermal abgeschobener Intensivtäter reist mit 44. Identität erneut ein. Ab dem 1. August dürfen Migranten mit sogenanntem eingeschränkten Schutzstatus wieder Familienangehörige nach Deutschland holen. Bereits zehntausende Migranten beantragten Familiennachzug. Der Asylberechtigte muss keinerlei Lebensunterhaltungspflicht und ausreichende Wohnmöglichkeiten für die Familienangehörigen nachweisen. Migranten, denen Asyl gewährt wurde, leben von Sozialhilfe und bekommen Wohnraum gestellt, der von den Kommunen bezahlt wird. Je mehr Kinder sie haben, desto mehr Kindergeld gibt es obendrein. Die Familienangehörigen müssen zudem keinen Asylantrag stellen. Sie dürfen einfach so einreisen und bleiben. Schätzungen zufolge sollen 1 bis 3 Millionen Angehörige nachkommen. Befinden sich Asylbewerber 5 Jahre im Land, können sie Daueraufenthalt beantragen. Die AfD fragte bei der Bundesregierung an, weshalb subsidiär Schutzbedürftige aus Syrien nun nicht wieder in ihr Land zurückkehren müssten, jetzt wo der Krieg weitgehend beendet sei. Die Begründung der Bundesregierung: Der Rückgang der militärischen Auseinandersetzungen bedeutet nicht das Ende des Konfliktes. Erst wenn der syrische Machthaber Assad gestürzt worden sei, könne eine politische Lösung erzielt und die Schutzbedürftigen, in Anführungsstrichen, zurückgebracht werden. Tja, wer erdreistet sich zu solchen Urteilen? Laut Bundespolizei ist jeder weitere Abzuschiebende am Tag der Rückführung weg. Zwar mehr Bescheide, aber weniger Durchführungen. Iraker mit 30 Identitäten nicht abgeschoben. Er steht jetzt wegen Mordversuch vor Gericht. Bürgermeister von Köln, Düsseldorf und Bonn bitten Kanzlerin Merkel um Bootsflüchtlinge. Deutsche Behörden geben Rückkehrwilligen ihre Pässe nicht zurück. Das bedeutet, dass die Ausreise dann unmöglich wird. Bundeskanzlerin Angela Merkel, CDU, plant eine spontane Kurzreise nach Afrika.
Die Kanzlerin werde dabei den Senegal, Ghana und Nigeria besuchen, teilte das Kanzleramt am Donnerstag mit. Die Reise soll vom 29. bis 31. August stattfinden und nicht etwa der persönlichen Erholung der Kanzlerin gelten, versicherten Regierungskreise. Vielmehr stehe wohl das Thema der Flüchtlingskrise auf dem Plan. Doch genaue Informationen enthält man den Bürgern selbstverständlich wieder einmal vor. EU Target 2. Die Target 2-Salden der Bundesbank sind auf ein neues Rekordhoch von 976 Milliarden Euro gestiegen. Richtig besorgt scheint deswegen aber niemand zu sein. Dabei sollte man die Entwicklung nicht auf die leichte Schulter nehmen. Fachleute rechnen mit dem Erreichen der Billionengrenze noch dieses Jahr. Die wertlosen Target-2-Forderungen sind Vermögen der Bürger, welches Ländern geliehen wurde, um den eigenen Export zu finanzieren. Dies bedeutet nichts anderes, als dass ein beachtlicher Teil der deutschen Exporte auf dem Rücken der Bundesbank erfolgt. Das Geld ist quasi jetzt schon verloren. Der Eurohüter Mario Draghi sagt, dass beim Austritt eines Landes aus der Eurozone die Target-2-Forderungen zu begleichen sind. Viel Spaß beim Eintreiben. EZB. Der Finanzwissenschaftler und Jurist Markus C. Kerber kritisiert, dass die EZB ihr Anleihekaufprogramm auch in Zukunft weiterführen wird. Derzeit hält die Europäische Zentralbank Staatsanleihen der Euro-Länder im Umfang von rund 2,6 Billionen Euro, das sind 2.600 Milliarden Euro, in ihren Büchern. Die EZB spreche, was etwaige Zahlungsausfälle anbelange, von rein theoretischen Risiken. Tatsächlich zeige die Entwicklung, dass die EZB zur Gefangenen ihrer eigenen Politik geworden sei. Stoppe die EZB ihre Ankäufe und investiere sie die Einnahmen fällig werdender Anleihen nicht in den Kauf weiterer Anleihen, würden auf dem freien Markt die Zinsaufschläge steigen. Länder wie Italien, Spanien, Portugal, Griechenland könnten dann Probleme bekommen, sich am Kapitalmarkt zu refinanzieren. Ein Staatsbankrott sei dann nicht mehr auszuschließen. Der US-Finanzkonzern und Vermögensverwalter BlackRock verwaltet weltweit 6.300 Milliarden Dollar Anlagekapital. Mit dem Kapital seiner Kunden investiert BlackRock bei rund 17.000 Unternehmen als Großaktionär in Europa und den USA. Jetzt hat BlackRock vor, Europas Pensionen zu privatisieren. Der Gründer und Chef des Konzerns, Larry Fink, meint, Arbeitnehmer müssten dazu motiviert werden, am Aktienmarkt zu investieren, damit sie an Kapitalgewinnen beteiligt werden. Fink forderte damit die politische Zustimmung der gesamten EU für seine Strategie. Parallel verzehnfachte BlackRock seine Ausgaben für EU-Lobbying von 150.000 auf 1,5 Millionen Euro pro Jahr. Legales Bestechungsgeld, oder was ist das? Europas Sparer sollen in die Rentenfonds des Finanzkonzerns investieren. Gewinngarantien waren darin jedoch nicht enthalten. Der EU-Kommission geht es um die Öffnung eines neuen Marktes für die Finanzindustrie. Ja, für wen arbeiten sie sonst? Doch wohl nicht für die Bürger, oder? Derivate. Politische oder wirtschaftliche Turbulenzen betreffen weltweit Derivateverträge im Wert Dutzender Billionen. Die Bank für internationalen Zahlungsausgleich BITS gibt den theoretisch ausstehenden Gesamtbetrag von Devisenderivaten, Zinsderivaten, Aktienderivaten, Rohstoffderivaten und Kredit-Default-Swaps für das zweite Halbjahr 2017 mit etwa 550 Billionen Dollar an. Also 550.000 Milliarden Dollar. Unvorstellbar. Wie aus verschiedenen Dokumenten hervorgeht. Der Bruttomarktwert dieser Positionen wird von der BITS mit nur etwa 11,5 Billionen Dollar beziffert. Bargeld. Die Bemühungen zur Abschaffung des Bargelds stocken, weil die Europäer nicht auf virtuelles Geld umsteigen wollen. Die Barzahlungen erreichten im Jahr 2017 einen Anteil von 79% an allen Transaktionen. Die Menschen vertrauen dem Bargeld. Es ist frei verfügbar, vertraulich, es kann nicht von Hackern manipuliert werden und es funktioniert auch bei einem Stromausfall, sagt einer der Autoren der Studie. Italien.
Weil europaweit die Impfungen sinken, wollen jetzt Europaabgeordnete etwas gegen die Impfmüdigkeit der europäischen Bürger tun. Gestartet werden soll mit europaweiten Impfkampagnen und einheitliche Regeln sollen die Dosierung und Häufigkeit der Impfungen festlegen. Die irrationale Impfskepsis sei verstörend, so Mandl. Sie entbehre jeglicher wissenschaftlicher Grundlage. Die EU habe angesichts der Ausbrüche von Masern Alarm geschlagen. Und alles mit falschen Zahlen. Meine Bemerkung. Das Vertrauen der Menschen in Impfungen müsse wieder gefördert werden, hieß es folglich in dem Beschluss, den das Europaparlament in Straßburg im April 2018 fällte. Die Mitgliedsländer müssten dafür sorgen, dass die Durchimpfungsrate über das Kleinkindalter hinausgehe und alle Bevölkerungsgruppen ein Leben lang Impfungen erhielten. Zensur im EU-Parlament. Die Reden der EU-Parlamentarier sind nicht mehr live. Grundlage ist die sogenannte Regel 165, die neu eingeführt worden ist. Die EU-Abgeordneten haben ihrem Parlamentspräsidenten Antonio Tajani die Macht erteilt, jederzeit die Live-Übertragung einer Debatte zu unterbrechen. Zudem darf der Präsident künftig Video- oder Audiomaterial aus dem Parlamentsarchiv entfernen. Diese Maßnahme gegen die freie Rede im Europaparlament werden mit dem Kampf gegen einen vermeintlichen Rassismus und gegen Hassreden begründet. Mit anderen Worten, bestimmte Reden werden nie wieder das Licht der Öffentlichkeit erblicken. Der betreffende Abgeordnete muss dann sogar noch mit einer Strafe in Höhe von 9.000 Euro rechnen. Interessanter Nebenaspekt: Die neue Regel 165 hat das Parlament bis heute nicht veröffentlichen lassen. Ein ausgesprochen brisanter Fall von Zensur und Machtfülle in den Händen des EU-Parlamentspräsidenten. Elektroautos. Mit ihren Vorgaben zwingt die EU die Autoindustrie, die Elektromobilität voranzutreiben. Ab dem Jahr 2020 müssen die europäischen Autobauer verschärfte EU-Vorgaben einhalten. Pro produziertem Pkw sind im Mittel nur noch 95 Gramm CO2-Ausstoß pro gefahrenen Kilometer erlaubt. Liegt der Ausstoß höher, werden drastische Strafzahlungen fällig. Für die deutschen Unternehmen sind diese Vorgaben kaum einzuhalten. 95 Gramm CO2-Ausstoß entspricht einem Verbrauch von etwa 4 Litern auf 100 Kilometer. In 4 der 5 größten europäischen Volkswirtschaften sind im ersten Halbjahr 2018 deutlich weniger Elektroautos verkauft worden als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Auch die Verkäufe von Fahrzeugen mit Dieselantrieb gingen im ersten Halbjahr 2018 im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Jahres 2017 zurück, und zwar um 18%. Der Verkauf von Benzinern stieg dagegen um 16%. Tja, und wie will man mit den Benzinern dann den CO2-Ausstoß einhalten? Die verbrauchen ja noch wesentlich mehr als Diesel. Alles leicht irre. Meine Bemerkung. Russland. Russland hat sich seit Mai von fast allen US-Staatsanleihen getrennt. Das Monopol des US-Dollars ist nicht verlässlich genug, es ist sogar für viele gefährlich, wurde angemerkt. Die Goldkäufe in Russland werden fortgesetzt. Im Juni sind die russischen Goldreserven nach offiziellen Angaben auf 62,5 Millionen Unzen angestiegen, berichtet goldreporter.de. Demnach hat die Bank of Russia seit Januar 2018 mehr als 105 Tonnen Gold gekauft. Die Gesamtgoldreserven belaufen sich nach Angaben der Bank of Russia auf über 456 Milliarden US-Dollar. Die schwarze Apartheid unter der Herrschaft des postkommunistischen African National Congress, ANC, treibt die Buren als die Nachkommen der niederländischen Farmer am Kap der Guten Hoffnung aus ihrer angestammten Heimat. 400.000 Weiße leben in Townships unter ärmlichsten Bedingungen. Immer mehr Farmer und ihre Familien werden von Schwarzen ermordet. Nun könnten bis zu 15.000 südafrikanische Bauern nach Russland kommen. Dort warten über 43 Millionen Hektar ungenutztes Ackerland auf neue Bauern. In seiner Geschichte hat Russland wiederholt fleißige Bauern und Handwerker ins Land gerufen, allen voran Deutsche. Dagegen Merkel?
Die Bundesregierung sieht trotz des praktizierten Völkermordes an den Buren keinen Schutzgrund für weiße Südafrikaner. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der AfD hervor. Merkel bevorzugt Schwarze. Warum? In Kürze. Obwohl das Bienen- und Insektensterben zu einem der größten Umweltprobleme unserer Zeit geworden ist, will der Pharmakonzern Bayer, der den amerikanischen Agrochemie-Riesen Monsanto gekauft hat, neue Pestizide auf den Markt bringen. Und zwar solche, die Bienen und Insekten weiter gefährden. Eines der größten Probleme bei der Vermüllung der Weltmeere ist Plastik. Es gibt bereits eine schwimmende Kunststoffinsel, die so groß ist wie Deutschland und Frankreich zusammen. Doch das ist nur ein Bruchteil. Die weit größeren Massen, darunter Billionen Mikroplastikpartikel, treiben tiefer im Wasser. Forscher fanden in Wasserproben bereits bis zu 6-mal mehr Plastik als Plankton. Die Oldenburger Uni hat übrigens festgestellt, Bemerkung von mir, dass in der Luft jede Menge Plastikpartikel herumfliegen. Folge: Viele Meereslebewesen sterben aufgrund des Plastiks im Wasser. Auch weil sich Umweltgifte an Plastikpartikeln ablagern. Der Mensch nimmt diese Stoffe mit Fisch und Meeresfrüchten auf. Auch Meersalz ist schon hochgradig mit Mikroplastik belastet. Israel. Als am 25. Juli die israelische Hafenstadt Kinneret mit Raketen beschossen wurde, identifizierte Israel als Urheber des Angriffs den IS, der Israel zu einem Angriff gegen Syrien verleiten wollte. DEBK Pfeil wörtlich. Die List hat nicht funktioniert. Die israelische Armee identifizierte den IS als Quelle des Raketenbeschusses und schlug zurück. George Soros ist sauer. Der Washington Post gegenüber lamentierte er, dass alles, was hätte falsch gehen können, auch genau in die falsche Richtung lief. Trumps Sieg habe er nicht erwartet, war nicht geplant. Von Donald Trump indes erwartet er nichts Gutes. Er kündigt an, er selbst wolle nun seine Hilfsaktivitäten noch einmal forcieren, mit Geld. Wer oder was sich gegen Trump stellt, bekommt von ihm Geld in Millionenhöhe, kündigt er an. Damit meinte er auch die sogenannten NGOs, die Nichtregierungsorganisationen, von denen er auch bereits zahlreiche Gruppierungen unterstützt hatte, um Revolutionen auszulösen. Amazon hat mit einem Gewinn von 2,5 Milliarden Dollar im vergangenen Quartal überrascht. Alleine 2018 kletterte der Börsenwert des Unternehmens bisher um mehr als die Hälfte auf zuletzt 877 Milliarden Dollar an. Damit ist der Online-Händler nach Apple das zweitwertvollste börsennotierte Unternehmen der Welt. Mit dem Aufstieg Amazons wurde der Gründer und Unternehmenschef Jeff Bezos der reichste Mann der Welt. Sein Vermögen, das sich vor allem aus Aktien des Unternehmens zusammensetzt, beträgt nach einer Aufstellung der Nachrichtenagentur Bloomberg rund 149 Milliarden Dollar. Hyperinflation. In Venezuela könnte die Inflation schon bald auf 1 Million% ansteigen. Die sozialistische Regierung will deshalb 5 Nullen aus der Landeswährung streichen. Das wird wohl wenig helfen. Positives. Im Land der Kiwis und Hobbits wurde eine Grundsatzentscheidung getroffen, der andere Länder folgen sollten. Neuseeland entschied per Gesetz, was wir schon längst wissen. Tiere können Schmerz, Freude, Angst und Wohlsein empfinden. Sie sind kein Gegenstand, welchen man nutzen kann, wie man möchte. Dieses bahnbrechende Urteil von Neuseeland ist das erste Mal, dass dieser Wandel in Wahrnehmung und Politik auf alle Tiere ausgedehnt wurde. Könnte man sich ja zum Beispiel nehmen. Frankreich verpflichtet per Gesetz Supermärkte, nicht verkaufte Lebensmittel und solche mit abgelaufenem Haltbarkeitsdatum an Hilfsorganisationen und Tafeln zu spenden. Bereits vor 2 Jahren trat das Gesetz gegen die Verschwendung von Lebensmitteln in Kraft. Kein Witz. Wie weit Verbrecherfreundlichkeit gehen kann, erleben die Bewohner hautnah in europäischen Multikulti-Paradiesen. Während in Schweden beispielsweise IS-Rückkehrer von den Behörden mit neuen Identitäten ausgestattet werden, gilt die Sorge in Großbritannien der Sicherheit der Einbrecher. In Großbritannien sollen Mieter ein Planschbecken entfernen, da Einbrecher hineinfallen und ertrinken könnten. Tja, vielleicht sollten die vorher mal einen Schwimmkurs besuchen.
Ja, und wer hat meistens keine Schwimmfähigkeiten? Darf man mal drüber nachdenken. Ein Zitat noch. Die Gesellschaft ist inzwischen so gleichgültig geworden, dass sie die Wahrheit als Belästigung empfindet. Fund, thank you. Godfather of the European Union, Richard Couton of Kalergi, published the plan for a united Europe and the ethnocide of the peoples of Europe. The encouragement of mass non-white immigration was central to the plot. Since then, an unholy alliance of leftists, capitalists and Zionist supremacists has schemed to promote immigration and miscegenation with the deliberate aim of breeding us out of existence in our own homelands. As indigenous resistance to this human genetic modification industry grows, the criminal elite seeks new ways to camouflage their project. First, their immigrant pawns were temporary guest workers. Then it was a multiracial experiment. Then they were refugees. Then the answer to a shrinking population. Different excuses, different lies. And asylum is just another one. But the real aim stays the same. The biggest genocide in human history. The final solution of the Christian European problem. This crime demands a new set of Nuremberg trials, and you people will be in the dock. Mr. Griffin, there is a blue card for you from Mrs. Gomez, all right? Señora Gomez. Mr. President, I'm really ashamed of the racist and xenophobic
terms that were used by Mr. Griffin, and my only question to him is if he is there to make any concrete suggestions and amendments to the legislation. Is your policy serious, or are you just shouting? And I hope you will not be re-elected if you seek re-election, because it's a shame for this Parliament, the kind of statements you have just made. Señor Griffin? Mr. Griffin. It's you that's shouting, because obviously the truth hurts. Yes, I will be seeking re-election. Yes, I hope to return here to speak up for the indigenous Europeans, which the founder of this place has deliberately set out to wipe out, because that is a crime. I'm telling the truth. I have a constructive suggestion to help those poor asylum seekers from Africa. Yes, make it clear they can't come here, so they don't try to cross the sea and drown in huge numbers. The best way for them is to get the banks off the backs of their countries, so they can live in peace in their countries, and we Europeans can live in peace in ours. Thank you. Gracias, señor Griffin. Thank you, Mr. Griffin. Ms. Angelilli. Ja, nochmal ein Hinweis zu unserem Shop. Da möchte ich hier nochmal ein Buch vorstellen, was sehr interessant ist, Bekenntnisse zum Völkermord. Und zwar die Globalisten, ihre Marionetten und prominente Gegenstimmen. Man bemerke dem Humankapital noch im Deutschen Reichstag. Und genauso sieht es ja aus, dass man uns so verschaukeln will. Also finde ich sehr hilfreich, das Buch. Um sich mal aufgrund von sehr vielen Zitaten, die da drin sind, also authentische Geschichten, sich mal ein Bild zu machen, was wirklich hier geplant ist mit uns. Ein Teil des Buchrückentextes von Bekenntnisse zum Völkermord. Um die Ziele der neuen Weltordnung zu erreichen, müssen die Völker auf blutige oder unblutige Weise beseitigt werden, denn sie sind für gewisse einflussreiche Kreise die Hindernisse auf dem Weg zur Weltherrschaft. Die Völker sind eine Höherentwicklung der Masse Mensch. Johann Gottfried Herder und Leopold von Ranke nennen sie die Gedanken Gottes. Ihre Zerstörung und die Vernichtung ihrer vielfältigen Kulturen ist ein Eingriff in die Schöpfung. Dabei ist es einerlei, ob diese Zersetzung nun durch bewusst manipulierte Völkerwanderungen und oder durch einen Kulturchauvinismus bewirkt wird. Wir zeigen in unserer Zitatensammlung die Befürworter und Nutznießer dieser neuen Weltordnung und führen auch einige hoffnunggebende Gegenstimmen an. Was ein Volk für die Weltgeschichte sein kann, wenn es unversehrt und frei ist, offenbart unsere Zitatensammlung über das deutsche Volk. Die totale Wetterkontrolle von uns, die ihr schon kennt aus dem Shop. Das sind 16 Seiten mit jede Menge Abbildungen auch drin und mit Benennung von Politikern, Militärs und so weiter, die was zu Chemtrails gesagt haben. Eine sehr gute Hilfe. Als Tipp verleiht die Dinger an die Leute und braucht ihr nicht immer gleich verschenken. Dann haben wir nach wie vor hier die Ware. Ursache von Tschernobyl, wo es also nicht darum geht, ihr denkt vielleicht, das ist alles die normale Story, nein, es geht also hier darum, die Aussage von Leutnant Colonel Bearden, dass es also da einen Strahlenkrieg gegeben hat zwischen Amerika und Russland und das ist von mir ganz gut aufgearbeitet, auch ins Deutsche übersetzt, also mit den ganzen
Geschichten, wie der ganze Ablauf war, mit den riesen Antennen, mit den Fotos, wo das wirklich also voll rausgeschossen ist, raketenartig, das ganze Material. Es ist fast nichts mehr drin am Reaktor. Ja, dann kurze Erläuterung, also Skalarwellen zu normalen Sendewellen. Und dann geht es nochmal weiter, also grundsätzlich, also einmal eben diese Technik der Skalarwellen, also sprich HAB und so weiter, also hier die Woodpecker Antennenanlagen, die riesigen, die also aus den deutschen Antennen letztendlich dann weiterentwickelt wurden, mithilfe deutscher Techniker. Dann nochmal eine grundsätzliche Abhandlung über Reaktoren, wie funktioniert's. Und dann ist auch noch ein Part drin, also mit Uranmunition und den tollen missgebildeten Babys in den ganzen Ländern, wo Amerika also mit über 2500 Tonnen Uran rumgeballert hat. Unerklärter Atomkrieg, kaum einer weiß es. Guckt euch nebenbei nochmal den Film Tödlicher Staub an von Frieder Wagner. Ja, das ist also ein 22 Seiten Heft, also nur über Atomenergie, aber eben auch mit dem Part, was man alles damit machen kann, mit Skalartechnik. Ja, dann nach wie vor haben wir ja hier das Buch von Rosalie Bertell. Ja, dann haben wir seit einiger Zeit ja hier noch diesen Aufkleber, 30x30 cm. Chemtrails, nein, danke. Und das versenden wir zusammen mit einem Autoaufkleber und ein paar Papieraufkleber, die man also gut auf Papier- oder Flaschencontainer kleben kann oder sonst wo oder an den Laternenmasten. Also überall dort halt, wo die Leute das gut sehen. Die haben wir aber normal auch im Shop einzeln. Ja, und nach wie vor eben unsere Flyer, die wir also hunderttausende Weise schon verschickt haben. Das kommt ganz gut an. Der Aufklärungserfolg ist also wesentlich besser, wenn man die Leute sowas in die Hand quetschen kann, als wenn man denen nur erzählt, hier guck mal da oben an die Wolken, weil hier eben auch so ein paar Sachen drin stehen, die eben wirklich überzeugen. Also die Aussage hier von den Grünen, dass der Himmel bereits in gewisser Weise verarbeitet wird. Und ja, einige andere Daten und Fakten in Kurzform. Ja, macht da ein bisschen Werbung für. Das wäre ganz gut. Je mehr Leute das schneiden, was hier läuft, desto besser.